So Leute, da sind wir wieder bei Elements Dingens Bums. Mit Chuck. Hallo, ich bin gleich her. Oh, Stimmbruch und so. Hallo. Kommt her, wenn ihr ein Mitglied des Feuerclans gefunden habt. Genau. Da haben wir aufgehört. Das müssen wir jetzt auch tun, nach dieser derben 1-Stunden-Folge, die ich mir immer noch nicht angeguckt habe, weil keine Zeit. Ja, hab ich auch nicht. So, ja, wir sind von da oben gekommen. Ja. Das war jetzt auch noch. Runter. Und hier ist doch letztens komische Typi lang gegangen. Kurz bevor wir zum Feuerelemental gekommen sind, oder? Ja, voll. Höhenhund. Stimmt. Die Gegner wieder. Und ganz im Ernst, er sieht aus wie Snow aus Final Fantasy. Oh, ohne nein. Scheiß. Nicht. Doch. Snow hat auch ein Boomerang, obwohl das kein Boomerang ist, aber es sieht so ein bisschen so aus. Oh! Oh! Tapio! Nein, bin nicht Tapio. Nicht der Tapio! So scheiße, ich glaube, das als Lebenswasser einsetzen. Am besten den Höllenhund töten. Höllenhund! Welchen von beiden ist mir egal. Warum hat Fea eigentlich eine Peitsche? Weil sie eine Bändigerin ist. Ah. Ist sie der Avatar, oder wie? Ja, der Avatar. Sie kann alle Elemente bändigen. Ach, okay. Warum hat das Spiel so eine derbe laute Kampfmusik? Keine Ahnung. Ist mit RPG Maker XP gemacht, oder? Ja. Dann ist es, glaube ich, einfach so. Okay. Ach, da oben bist du. Der Feuersäulen, die einfach da sind. Dwarface. Erzähl mal ein bisschen was. Was denn? Wo sind wir hier? Warum ja, sind wir hier? Vulkan und wir müssen durchspacken und so. Und warum sind wir hier? Um nach Dingens zu kommen, du weißt schon. Ach, komisch griechisch klingender Name. Kritios. Kritios oder so. Ja. Boah! Critical! Ein Critical nach dem anderen raus! 90 EXP und 200 Zenny. Boah, zu früh rüber, ich trottel. Traurig. Dieses scheiß Campbell. Sterb einfach, dann hast du wieder 3 Bomben. Das funktioniert bei Toro gut. Was ist das bitte wieder für ein Vulkan? Habe ich da schon im letzten Part, glaube ich, ein bisschen drüber aufgeregt. Was ist das für ein Vulkan, in dem Feuerbälle aus den Wänden geschossen kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, weiß nicht, was sich so wieder mal gedacht hat. Ah, oh, das ist ein Skorpion. Ah! Und ein Höllenhund. Ich glaube, der Höllenhund ist ein bisschen gefährlicher. Ja. Schau, ein Schlag der Benommenheit, vielleicht können wir ihn einschläfern. Warum heißt es eigentlich Schlag der Benommenheit und nicht Benommenheitsschlag? Keine Ahnung. Oh, er hat nicht eingeschlafen, hör ich keinen Schlitzer! Ah, das war jetzt der andere Skorpion. Stirbhorn. Hurricane Schlitzer und Widerschlag auf den Hund. Und du greifst einfach das Skorpion an. Wird's beste sein. Hurricane Schlitzer! Und tot. Toter Hurricane Schlitzer, episch. Und Würschlag! Von Tapio. Überhaupt nicht von Pokémon geklaut, diese Attacke. Nein. Was, es gibt einen Würschlag für Pokémon? Jop. Nee, Wuchtschlag war's, oder? Nee, Würschlag gab's auch. Keine Ahnung. Den Wuchtschlag kenne ich. Ich guck mal nach. Bam. Und Hurricane Schlitzer. Soweit ich weiß, gab's eine. Dun dun dun. Dun dun dun.
Nein, gibt's doch nicht. Na, ich dachte schon. Da habe ich mich vertan. Traurig. Ja, wie, muss denken, wie viele Tränke wir hatten, dass ich losgegangen bin, den scheiß Vulkan. Passiert. Passiert mir ja auch die ganze Zeit. Ah! 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 Scheiß Feuerbälle. Ah, scheiß Feuerbälle. Ja. Halt. Dammtidammtidamm. Nein, ich bin da leer. Und ich renne durch den Vulkan und lass mich töten. Oh nein! Weil ich so unfähig bin. Ich glaube, du hast so ein bisschen abgerüst. Oh Mann! Sag jetzt einfach mal fair geht down. Nö. Oder Xai, einer von beiden. Niemals. Doch. War nein! Ich wollte nicht verteidigen! Verdammt! Nee, aber bin Tapio. Tapio kann eine gute verteidigen. MP 57. Oh, greif doch fair an! Scheiße. Scheiß Köter. Dumm zum Scheißen, ey. Wow. Okay, hast du nochmal Glück gehabt. Ja, ich hab im Skin. Mhm. Jetzt müssen wir ganz raus den Charakter, den dubiosen Charakter finden. Und dann wieder dahin, oder wie? Nö. Als erstes muss ich mal zu Fred. Zu Fred. Und warum ist er da? Ja, weil er einkaufen. Er will hier Geschäfte machen und das macht er auch. Das ist vielleicht eine Hitze. Well. Der macht doch gute Geschäfte hier. Ja klar. Übertrieben! Ödium-Pistole! Ja, die habe ich eh schon. Warum will er das? Aber schau, wie viel Geld ich noch immer habe. Mhm. Ich habe gerade 99 Heiltränke, 98 Heiltränke und 22 Magietränke gekauft. Aber ich habe noch immer fast 10.000. Ja, kannst du ja noch. Wir... Gag. Ja, wir sehen uns, hat er gesagt. Oh Gott, da ist ein Schalter, ein Hebel, drück ihn. Nein, da ist kein Hebel dran, siehst du das nicht? Stimmt. Auf der anderen Seite ist einer mit dem Hebel dran. Den drücke ich jetzt auch. Boah, das ist eine Brücke. Eine Brücke, ich muss aufpassen, dass da unten kein krummen Getroll ist. Ja, den kannst du eventuell aber fluten, so wie es aussieht. Der krummen Getroll. Psch. Oh Mann. Siehst du? Warum? Wie sind die hier rübergekommen? Keine Ahnung, geflogen. Ich glaube, die haben den Schalter kaputt gemacht. Ja, jetzt darf ich mir eine neue Stimme ausdenken. Da seid ihr endlich! Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr! Boah, Terrasse ist mir nicht. Ja. Du scheiß Taranse! Oh. Hättet ihr auch mal auf uns warten können, anstatt einfach ohne uns loszugehen? Okay. Hättet ihr den Weg hierher nicht allein geschafft, wärt ihr für uns ohnehin keine Hilfe gewesen. Wie dem auch sei, ihr seid spät dran. Besprechung hat schon längst angefangen. Hier in dem Vulkan haben wir einen Tisch aufgestellt. Und Stühle. Warum, Mami? Nein. Da drüben haben wir unser Lager eingerichtet. Da hinten, an der Felsspalte, wo die Lava rauskommt. Kommt dorthin. Okay. Es scheint dorthin. Ich komme dorthin. Aber bevor ich dorthin komme, fressen wir zuerst ein bisschen Lava hier in der Wand. Pudding. Kannst du nicht eh noch nach links? Ja, da drüben ist ja auch die Besprechung. Ach so. Da links ist ja die Besprechung. Siehst du? Ah. Da müsst die andere seltene Truppe sein, von der Tarasa uns berichtet hat, stimmt's? Na, schau, woher der Typ kommt. Das ist Questor, ja, ich weiß. Aber wir wollen hier keine anderen LPR zitieren. Diese miesen Schweine von Kriteos, wenn ich einen von denen in die Finger bekomme. Arschloch, Wichser!
perverser Pädophile! Jetzt wird es ernst! Oh Mann! Er hat ja eine Besprechung! Ich stelle mich einfach hier zwischen rein. Na. Wir können anfangen! Was ziemlich scheiße klingt bei zwei Frauen und, ach egal, und so vielen Männern. Das Seiltätig hat ganz schön lang gedauert. Achtung, wir müssen hier ganz genau aufpassen. Du siehst, wer da oben in der Mitte steht? Ja, ich seh's. Oh Mann! Oh! Oh, nein! Gibt's hier keine anderen im Meer? Ja! Mach keine anderen im Meer da, so gern du es auch möchtest. Okay. Oh, was hat der nochmal für eine Stimme? Na seid ihr ja, wir warten schon auf euch. Den sprichst du mal. Unser Ziel ist klar! Wir müssen Prinzessin Rika befreien! Nachmachen! Wir haben es geschafft! Dann halt der andere. Wir haben es geschafft, uns unbemerkt bis hierher vorzukämpfen. Ich bin Emo. Damit dürfen wir jetzt nicht leichtsinnig werden. Ich hab Haare im Gesicht. Das ist sweet. Ich weiß. Ja, alle seid sehr... ja, alle seid sehr... Du musst den wie ein Zwerg sprechen. Den grummeligen Troll? Ja, mach. Ihr seid sicher sehr erzürnt über den König von Kryteos. Aber wir dürfen es nicht zu einem Krieg kommen lassen, der dem das Volk leidet. Okay. 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 Deswegen haben Steve... Oh nein, nicht Steve! Und die schon sind unserem Oberbefehlshaber Alex, der dieses Heer anführt, einen Plan ausgedacht. Da wir so viele sind, ist es schwer, unbemerkt ins Schloss zu kommen, um die Prinzessin zu retten. Wir werden es wie folgt machen. Die meisten von euch werden hier im Hinterhalt warten und vorerst nicht angreifen. Das ist nämlich derbe logisch, wenn wir eine Armee gegen ein anderes Land... Verdammte Penner! Jetzt rede endlich! Ich habe mit der Anführerin des angehörten Söldnertrupps Tarasa gesprochen. Der Satz ist irgendwie falsch. Da fehlt ein Komma. Zwei Komma. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass nur eine Handvoll... Nein, ich habe keine Kommas vergessen. Mein Satz passt. Extra ausgewählter Kämpfer ins Schloss eindringen wird. Die restlichen Soldaten sollten für einen Notfall aber stets bereitstehen. Man weiß ja nie. Wer weiß? Warum gehen nicht alle gleich wieder nach Hause? Und wir machen den ganzen Scheiß. Wir werden sofort zurück erscheinen, wenn wir merken, dass wir im Schloss nicht weiter erscheinen. Sollte das passieren, dann müssen wir uns wohl darauf vorbereiten, das Schloss zu stürmen, um die Prinzessin zu retten. Ja. Ja. Aber dazu wird es nicht kommen, wenn die Spezialeinheit der Ispini im Schloss erfolgreich ist. Wir werden nun erst einmal die Spezialeinheit geben. Steve! Bitte. Oh Gott, ich spreche ihn jetzt. Keine Stimme mehr haben. Die Spezialeinheit wird aus zwei Gruppen bestehen, die über verschiedene Wege ins Schloss eindringen werden. Eigentlich heißt es Barry White, aber ich heiße ab jetzt Steve. Steve! Gruppe 1 besteht aus Alex, Chris, Marine, Kurt und mir. War der nicht Kurt? Doch, Kurt. In der zweiten Gruppe befinden sich Tarasa, Yair, Xai, Fair und Tapio. Boah, geil! Was für ein Tapio im Team! Ja, nein! Woher kommt das? Yes! Yes! Wir sind mit Tapio in der Gruppe! Ja! Yeah. Jetzt kommt raus, wir spielen die Gruppe 1! Warum ist Tarasa nicht in unserer Gruppe? Weil... Oh, oh. Wir waren der Meinung, dass die zweite Gruppe jemand braucht, der schon Erfahrung mit solchen Aufträgen hat. Außerdem hat sie es selbst so angeordnet. Ich habe Babyface. Schwester!
Alle, die ich gerade aufgezählt habe, bleiben bitte noch hier. Die restlichen von euch stationieren sich hier im Krankenhaus, im Kratos-Vulkan und warten auf unser Zeichen. Weißt du, was das derbe ist? Hm? Wir müssen jetzt auch mal in den Vulkan rein. Ja, ich weiß. So, dann können wir nun unser weiteres Vorgehen besprechen. Dasa! Bitte führe unseren Plan aus. Sehr gerne! Wir können momentan nicht die Stadtgrenze zur königlichen Stadt passieren, um dann ins Schloss zu marschieren, da alle Eingänge zur Stadt sehr hart... Hart? Hart? Hey, Link, wie geht's? Bewacht werden! Sehr! Allerdings haben wir etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Aha, interessant. Ich bin eine Transe. Zwar werden die Eingänge zum Schloss sowie die Eingänge zur Stadt und die Hauptstraße bewacht, aber in der Stadt selbst sind keine Soldaten stationiert. Oh, geil. Wir werden also zuerst versuchen, über einen Schleichweg unbemerkt in die Stadt zu kommen. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Ein paar Berge und Seen bieten guten Schutz. Wir schwimmen einfach hin. Dort werden wir uns unauffällig durch ein Schlupfloch ins Schloss wagen und auf die Suche nach der Prinzessin machen. War schon richtig so. Ja, yeah, das klingt tierisch aufregend. Denen zeigen wir es. Ah, auf einmal der plötzliche Wandel? Ich wollte schon immer Soldat werden. Ein starker Krieger, der für das Wohl seines Volkes kämpft. Schluss jetzt. Das hier ist kein Spiel. Tosa! Fahre bitte fort. Tut mir leid, ich kann mich bei sowas nur schwer zurückhalten. Tut einen Ton! Weihversprecher! Nee. Pass nur auf, dass du nicht mit zu viel Energie an die Sache rangehst. Sonst hängt dein Kopf bald über Jareds Kamin. Cool, da bin ich schon immer mal hin. Cool! Ah, cool, da bin ich schon immer mal hin. Also, wo war ich? Ah ja, wir müssen in der königlichen Stadt ein Schlupfloch ins Königsschloss finden. Um mit dem König zu reden. Sind wir erstmal drin, geht es weiter in den Wachen aus dem Weg zu gehen, um schleunigst die Prinzessin zu befreien. Eines würde mich interessieren. Wo können wir so sicher sein, dass es ein Schlupfloch ins Schloss gibt? Weil wir einfach ins reinspringen. Thea redet unglaublich wenig, oder? Am Schloss Pythäus gibt es zwei kleine Außentürme, die kaum bewacht werden. Dort findet sich mit ein wenig Geschick. Geht seinen Textbox langsamer? Sicher ist ja. Ein Weg einzudringen, denke ich. Ja, dein Text erscheint langsamer. Außerdem haben wir das Glück, dass der König, ich weiß, dass Questor bereits aktiv ist. Questor. Aber manchmal so gehasst werden von allen Fanboys, weil ich die K nachmache. Ist soweit alles klar. Aber er muss es einfach tun. Ich denke, wir haben alles verstanden. Das ja. Ist gut. Ich bin wirklich froh, dass ihr uns zur Hilfe gekommen seid. Malai oder Maline, wie auch immer man sie aussprechen will, und Tasa haben uns alles erzählt. Wir wissen, was eure Aufgabe ist. Sie wissen, was unsere Aufgabe ist. Ist ja sehr schön. Ihr müsst wissen, Chris und ich hatten auch schon einmal elementare Kräfte. Auch wenn ihr damals ziemlich blind wart. Ja, der war voll die Noobs. Die haben voll abgelust. Ja, egal. Das steht Räusper, du musst das auch voll lesen. Räusper, das ist Vergangenheit. Dann haben wir ja die richtige Frage mit dem Befriediger, Leute. Auch wenn ihr bevorzuge alleine zu arbeiten, klingt der Plan vielversprechend. Die Stimme ist ziemlich schwer, oder? Ja. Ach ja, und wir haben eine Information erhalten, die für euch sehr interessant sein könnte. Warum betonst du das wie so? Ja, eine Information. Es geht um König Jared. Wir wissen, glaubt ihr, dass er durch die Force die Weltmacht erhalten wird. Du hast dich ein wenig genervt, Han. Nein, halt die Klappe.
Aber das ist noch nicht alles. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Was steckt noch hinter dieser verdorbenen... ich habe jetzt gerade was anderes gelesen. Fratze. Kann ich mir denken. Wir glauben nicht, dass der König eines natürlichen Todes starb. Wir haben erfahren, dass es nie eine Beerdigung gab. Nein. Was, der König ist tot? Wow. Nein. Schon ziemlich seltsam für einen König, den das Volk so liebte. Irgendwie. Irgendwie. Das ist in der Tat seltsam. Aber nicht Kurt. Ich muss auch mal was reden. Und noch etwas. Uns wurde mitgeteilt, dass es im Schloss eine Art Tempel gibt, den man über den Thronsaal erreicht. Was genau in diesem Tempel ist, wissen wir nicht. Jedoch wissen wir, dass es irgendwie mit seiner Gier nach den Force zusammenhängt. Das sind nun wirklich sehr hilfreiche Informationen. Penner, die haben uns gar nicht geholfen. Bestimmt finden wir im Schloss eine Antwort auf beides. Penner, Wichser. Das wird immer komplizierter. Wir sollten endlich loslegen und nicht um Kopf und Kragen reden und alle als Wichser und Penner bezeichnen. Na, endlich mal was Konstruktives von dir. Ja, ich weiß. Wichser und Penner. Immerhin ist es nun nicht mehr dieses alte Sprichwort, der Rasa anhören muss. Die alte Schleudermaschine. Wie auch immer, der Junge. Der Junge. Junge. Hat recht. Wir müssen uns nun auf den Weg machen. Mich würde nur noch eines interessieren. Oh Gott. Was da wäre? Warum habe ich so eine alte Stimme? Sorry, wer ist dieser Informant? Eure Informationen klingen sehr präzise. Wir haben es von einer jungen Frau, die selbst im Schloss ihren Dienst erwiesen hat. Wir können von Glück reden, dass sie uns diese Ratschläge gegeben hat. Ich fordere dich zu einem... Duell! Damn you, Sasuke's brother! Es hört sich schwer! Okay, dann wäre jetzt alles gekehrt. Wir machen uns dann gleich auf den Weg, okay? Okay. Steve! Oh, dass wir alle gesund zurückkommen. Du weißt schon. Ja. Face Steve. Ja, Face Steve. Nein, nicht Face Steve! War Steve nicht der derbe Drache? Ja, aber du weißt schon. Origin spielt doch vorher Engine Power, oder? Ja, seufz. Was hast du, Marine? Warte, mir fällt gerade auf, die haben auch dieselbe Stimme. Du wirst dich ihnen anschließen, habe ich recht? Das sind Schwestern, die dürfen die gleiche Stimme haben. Seitdem wir sie gestern getroffen haben, bist du sehr nachdenklich. Diese ganze Geschichte mit dem Elementar-Clans und dem Königreich lässt hier keine Ruhe. Nein! Die Stimme passt auch so sehr zu ihrem Faceset. Dir kann ich echt nichts vormachen, Schwesterchen. Ich hatte also recht. Er war erst wohl vorerst unser letzter gemeinsamer Auftrag. Ne? Na? Deswegen hast du auch angeordnet, mit Lalea und den anderen in eine Gruppe zu kommen. Bist du mir böse? Ja! Wie könnte ich das? Schleudermaschine! Wann verdammt jetzt verpissen? Ihre Aufgabe ist edel und äußerst wichtig. Und wie es aussieht, brauchen sie noch ein Mitglied des Feuerclans. Ja, Feuerclan. Feuerclan? Sorry. Feuerclan? Terrasse gehört also dem Feuerclan an? Nein! Nee, echt? Hast du Captain Obvious gefressen? Warum hättest du kommen müssen? Hab doch gestern erzählt, dass es mir damals gesagt wurde. Ich sei ein Erwähnter des Feuers. Sprich, ich gehöre dem Feuerclan an. Und Harasa ist meine Schwester. Demnach gehört sie logischerweise auch dem Feuerclan an. Wäre sie meine Cousine, würde sie dem Erdclan angehören. Oh, jetzt kommt das derbe Geständnis. Harasa gehört nicht dem Feuerclan an. Weil mein Ein ist adaptiert. Dam, dam, dam. Nein.
Ja, das klingt logisch. Ich rede die ganze Zeit nicht, aber ich muss es mal sagen. Ich werde mich euch natürlich nur anschließen, wenn ihr mich dabei haben wollt. Und wenn Schwester sie mich gehen lässt. Nein, ich will sie nicht dabei haben. Ich kann es dir schlecht verbieten. Außerdem kann ich es verstehen. Könnte ich noch einmal Feuerkräfte bekommen, wäre ich wohl auch mitgekommen. Ich will mal ihn haben. Geh weg, Tarasa, ich will dich nicht. Nun liegt's an euch. Ich, Tarasa, Mitglied des Feuerkerns. Da fehlt übrigens ein Komma vom Mitglied. Würde mich gerne eurem Team auf der Suche nach den Elementaren anschließen. Mann. Wir nehmen dich gerne bei uns auf. Wir sind froh über jedes Mitglied, das uns helfen will. Ich glaube, ich mache mir meine Stimme echt kaputt. Dann ist es beschlossene Sache. Übrigens, ich bin froh, dass Tarasa drin ist und nicht nur ihn, weil Tarasas Stimme ist echt viel angenehmer. Ich werde dich vermissen. Sei nicht traurig, Marine. Wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben, werde ich in unsere Söldnertrupp zurückkehren. Du hast fortan das Kommando. Pass auf, dass Kurt keine Dummheiten macht. Nein, nicht Kurt. Doch. Du musst mir versprechen, dass du gesund zurückkommst. Ich war lang genug allein. Emo. Du kennst mich. Habe ich mich jemals unterkriegen lassen? Ja, damals. Unter der 1 Million. Das wollte ich von dir hören. Und nun beeil dich besser. Die anderen aus deiner Gruppe sind schon längst auf dem Weg. Was heißen soll, verpiss dich endlich, will ich ihn nicht mehr sehen. Moment, eins muss ich dir noch, oh Gott, geben. Feuer vorhalten. Virenprogramm. Das werden wir brauchen. Es sieht so ähnlich aus wie das Erdforst, dann ist es doch sicherlich das Feuerforst. Ganz recht, früher oder später würde euch das noch recht nützlich sein. Ja, sehr früh. Also dann. Wir sehen uns im Schloss. Ja, tschüss, verpiss dich. Nee, wir gehen alle in einen... Gag? Nee, sie gehen nicht alle ein. Sie sind alle hinter mir gestanden. Man hat's auch gesehen, bevor diese Meldung jetzt gekommen ist. Weil dann waren alle weg. Es können immer nur 4 Charaktere gleichzeitig an einem Kampf teilnehmen. Wähle Kampfaufstellung im Menü, um zu bestimmen, wer kämpfen soll. Die Charaktere, die nicht am Kampf teilnehmen, erhalten von besiegten Monstern keine Erfahrungspunkte. Das Punke. Ist arschig. Da stand Punke, ohne T. Sie hatten keine Erfahrungspunke. Oh Gott. Und das ist das Arschige an dem. Ich würde sagen, du haust Fea raus. Ja, das hatte ich eh vor. Zumindest Gleichgewicht da. Aber die Frage, achso. Weil Fea... Oh, ich bin unter Leveled, siehst du das? Ja. Ein Level zu niedrig. Und das, obwohl du jeden Kampf mitgenommen hast. Ja, fast. Fast jeden. Warte, hinter meinem mit dem Rings. Ich möchte ihn nochmal sprechen. Ich bin zuversichtlich, was diese Mission betrifft. Es ist alles perfekt geplant. Ey, du hast es genauso an wie ich? Oh, schön. Wenn alle Stricke reißen, stehen wir bereit. Zusammen schaffen wir das schon. Für Kreistor! Oh Gott. Was machen die da alle? Ja, sie stehen auf Bereitschaft, hast du vergessen? Ja. Wie geil sind auch einfach im Vulkan stehen. Ist Fred auch noch da oder wurde er jetzt endlich aufgenommen? Nö, ne, steht nicht mehr da. Hallo Fred, tschüss. Na, warum sieht die Öste immer noch nicht aus? Oh Mann, da erinnerst du dich noch? Klar. So, und Tarasa ist ziemlich gut. Sie ist zwar langsam, aber sie ist gut. Was hat sie denn für eine derbe Waffe? Ich dachte, die wäre eine Kriegerin. Ein Hurricane-Schützer und sie kann Aquapasta. Ich prophezeie, der Hund stirbt. Hurricane-Schützer. Der Hund bleibt am Leben, die Runde noch. Naja, stirbt jetzt. Ja, übertrieben! Nächstes ist vom Feuer gern, aber keine Wasserattacke. Ja. Ups, das war der falsche Enkel, ich tap hier halt. So wie Starmie auch dann erlernen kann. Oh, das ist Skorpion. Ich bin unterlevelt. Ja, überhaupt kein. Gag? Ich würde sagen, du speicherst mal ab.
ist eine gute Idee. Weil wir den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen müssen. Bob! Jetzt wirst du noch tot gebammt. Rex, wo bist du? Ich muss mal kurz husten, einen Moment. Na, komm. Zum Glück kann ich mich ja muten. Mach ich schon die ganze Zeit, wenn ich nichts zu reden hab. Oh ja. Oh, dammit, hab ich funktioniert. Der Hurricane-Schützer. Ja, traurig. Einfach Buster! Ja, der hat gerade den Skorpion gewonnen, bitte. Ja klar, das ist Tarasa. Und Hurricane-Schützer und Lukas Dena. Tarasa ist einfach nur langsam. Sonst ist sie einfach nur derbe stark. Also ein Garrett in Weibisch. Messerknöschel! Das? Eine Waffe? Sieht aus wie eine Rüstung. Ich glaube, das ist eine Waffe für Tapio. Ja. Zwei Handschuhe, die großen Schaden gegenüber Reptilien und Bestien anrichten. Also Leuten wie Tarasa. In welchem Vulkan sind Kristalle? Den. Stimmt ja. In welchem normalen Vulkan? Ätna. Bricht aus? Nein. Okay. Du sparst mal, du hast Narkobuster drauf. Jetzt hat 4 noch den Feuerring drin, den gebe ich gleich mal den anderen. Ja, eben den Tapio? Nö. Xai. Und Xai noch nichts hat. Außer dem Xai. Xai hat ja schon die Schutzbrille. Dann kriegt ihn. Xai sieht schon ziemlich scheiße aus mit Brille, das muss man ja sagen. Dann kriegt den, ja hier, Tarasa. Wo bist du, Alex? Wir können dich hier gebrauchen. Leer. Nicht Leer. Doch. Hurricane Schlitzer und Aquabata und du darfst abgehen. Geistbecher. Hurricane Schlitzer. Yes. Aquabata. Und nein! Er hat's überlebt! Egal, er hat mir keinen Schaden gemacht. Scheiße. Sie ist ja paralysiert, aber das ist nach dem Kampf nie wieder weg. Ja. So. Ah, okay. Ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass die Platon wie ein Herz geformt ist? Ja. Hab ich erwartet. Und? Habt ihr einen Angehörigen des Feuerkörns gefunden? Nö. Ich kann überhaupt keinen Sechseln, aber das macht's aus. Wow, es ist wirklich ein echter Elementarreis. Ich bin überwältigt. Nein, er ist falsch, er ist gefälscht. Voll überwältigt. Bist du die es zu prüfen geht? Ich bin bereit. Nein, nicht SpongeBob. Komm bitte, erscheine bitte zu mir. Nein, ich erscheine. Oh, ich leuchte. Oh, du leuchtest. Hey, was ist hier los? Es ist euch gelungen. Ihr könnt mir ein Mitglied des Feuerclans bringen. Ein Glück, nun haben wir unsere Bestätigung. Was kostet's? 500 Euro. Sei bereit, ich werde mich nun mit dir verbinden. Wie? Wenigstens haben die dann keine Drogenaugen.
So ja, Star Fox Adventures. Grazoak heißt. Aus welchem Spiel ist die Musik geklaut? Ich glaube, es sieht gut auf meinen, oder? Kann sein. Weil ich das ja auch so... Ah ja, du hörst ja nichts. Vergiss ich immer wieder. Das ist scheiße. Ich könnte Stereo-Mix anmachen, aber naja. Ja, dann wird's doppelt rum. Talasa hat nun die Kraft des Feuers. Naja, jetzt habe ich eine Fackel. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Ich bin jetzt heiß. Punkt, Punkt, Punkt. Verstehst du? Es ist heiß. Ja, den habe ich doch. Haha, Wortwitz. Hast du irgendwie sowas wie Rückzug? Nein. Mansui! Ah! Das Rückzug gibt's ja leider nicht. Enden wir im Part, nachdem wir aus dem Vulkan raus sind? Ja, wir gehen nach Hause und dann machen wir Schluss. Leute. Weil wir können eigentlich noch einen Part aufnehmen, ich hätte die Zeit. Oh, deine reicht mal. Okay. Dann habe ich wieder was für morgen. Yay. Weil bis wir da draußen sind, dauert es jetzt eh noch knappe 9 Minuten garantiert bei meinem Talent. Und da haben wir wie viel? Ja, einen. Eine Stunde dann? Nein, dreiviertel Stunde haben wir dann. Okay. Wir sind gerade bei 36 Minuten. So. Ja, ich sehe das ja nicht, weil Bildschirmübertragung kurz darüber abgekattet. Ja, weil ich dir das Spiel so groß wie möglich geben wollte. Das kann ich ja wenigstens mit dieser Skype-Version, die ich habe. Ja, ich habe Skype mal darauf angeschrieben. Von wegen Feedback. Es wäre echt toll, wenn die das ändern könnten. Ja, weil du kannst nicht mehr ein vernünftiges Fenster aufziehen mit der neuen Version. Ja. Jetzt nur Vollbild oder ein bestimmtes Fenster auswählen. Da funktioniert es weiß auch. Was haben die gegen Tapio? Keine Ahnung. Er ist Magier. Tapio haut den kaputt. Ja. Oh Mann, er lebt noch. Nein! Ja, er lebt noch. Der Rasen macht das eh fast gar nichts aus. Ja, aber ich wollte es gerade sagen. Er meint, sie gerade zum Feuer gelandet, hat er noch mit dem Feuerring oben. Warum stecke ich mir ein Stück Faden in den Mund? Ich wollte mir eigentlich ein Stück Schokolade im Mund stecken. Da! Oh, okay, durchwaschen! Fail, durchwaschen! Fail, durchwaschen, ja, das sagst du. Das Gute ist, ich brauche ihn hier und hier runter, hier bin ich sicher. Ist gut für ihn. So, gleich sind wir auch schon wieder raus. Ja, nein. Dann schauen wir noch, ich würde sagen, wir spielen noch bis Krutios. Ja, okay. Und dann machen wir Schluss. Was machen? Gute Idee. Weil es dauert ja nicht mehr allzu lange. Hallo Skorpion. Hallo, wie geht es Ihnen? So, du klopfst auf den drauf, du klopfst auf den drauf. Du hast auf den drauf und du klopfst auch auf den drauf. Sollte eigentlich ausreichen. Hurricane-Schlitzer. Bam. Und Aquabuster. Respekt. Ja, taktisch denken. Taktisch denken. Gibt's auch untaktisches Denken? Hurricane-Schlitzer. Gutes Argument. Gut tot. Tapio haut einfach mal rein. So gut, wir sind wieder auf dem richtigen Level. Du. Du siehst, die sind auf Level 20 bis auf Fea. Na, Fea werde ich wahrscheinlich sowieso nie mein Team nehmen, also. Das ist Fea. Ich hoffe nur, dass mich das Spiel nicht zwingt, irgendeinen bestimmten Charakter ins Team zu geben. Oh, Confi schreibt uns an. Das ist unwichtig. Und weil wir gerade bei Fred sind, kaufen wir noch mal ein bisschen nach. Wird's beste sein. Noch ein paar Magietränke, oder weißt du was? Weißt du was? Die auch noch mal 10. Ich baue mir jetzt ein Haus im Vulkan. Wenn dies. Das wäre schon jetzt. Erste Frier.
Naja, könnt ihr euch ausziehen? Wir sehen uns. Ah, Fred! Verpiss dich! Ich lasse euch nicht durch, bis ihr euch ausgezogen habt. So, Fred, du kommst hier nicht drüber. Ich habe mal eine Frage. Kann man eigentlich auch das Gestein da vor dem Lavafall irgendwie wegbekommen? Nö. Schade. Was hat denn die Brücke für einen Sinn? Ich weiß nicht, also ich wüsste bis jetzt nicht, dass man das wegkriegt. Weil sonst hätte die Brücke ja gar keinen Sinn. Ja, ich kenn's nur bis nach Grütters. Okay. Für ein Jahr habe ich noch nicht gesehen. Lass noch mit ein paar von den Wachen reden. Wir alle zählen auf euch. Mach das. Das ist mein erster Großeinsatz. Wie, was muss ich denn jetzt tun? Und dann nicht wie, was? Doch, Vasa. Yeah. Der hat Nerven. Wie kann er denn jetzt schlafen? Vor allem stehen. Das macht sonst nur mein Freund. Du hast einen Freund? Ich habe einen Freund, ich bin da mehr. Ja. Ich hoffe, dass bald alles vorbei ist. Hey, dich kenne ich doch. Xai ist ihr Freund. Ich hoffe, die Aktion wird Früchte tragen. Was ziemlich scheiße klingt, aber ja. Oberbefehlshaber Alex ist wirklich verantwortungsbewusst. Er würde ein Ferrarius tun, um die Prinzessin zu retten. Sogar noch hier bleiben? Mir passt es nicht, dass wir hier warten sollen. Wozu sind wir denn dann überhaupt mitgekommen? Was hab ich gesagt? Endlich einer, der meine Meinung teilt. Ich mag diesen Soldaten. Random Movement, FTW. So, du bleibst jetzt da. Lass mich raus! Schnell verpissen, bevor er von der Dreck geht. Okay. Wie es einfach neben dem Vulkan schon wieder grünes Land ist. Ja, natürlich. Oh nein! Es ist ein Wolf! Er kommt direkt auf uns zu! Nur einer! Bam! Bam! Tot. Der Tapio macht bei denen voll Schaden, weil es ja Pestien sind. Stimmt. Es war auch drinnen bei den Wölfen schon so und bei den Skorpionen. Ja. Hier oben geht's nicht weiter, hier ist kein Weg, also geht's nicht weiter. So logisch. Und ich darf das sagen, weil Sui hat selbst das bei Holy Trinity bemängelt, dass man nur weiter kann dort, wo ein Weg ist. Also darf ich das auch, also darf ich das bei Ihnen jetzt hier auch bemängeln? Ich glaube, da unten ist ein potenzieller Mapping-Fehler. Wo? Geh mal runter. Da unten, links. Ah, oh, ich sehe den links. Baum! Den Baum da oben! Ja, und da kannst du doch auch hoch, ganz links der Baum. Der Schatten ist doch begehbar, oder? Müsst du eigentlich da auf den Vorsprung kommen können. Ganz links der Baum. Der? Ja. Kannst du da irgendwie drauf kommen? Schade. Ne, ich dachte das. Schon. Ja, ich komm schon hoch. Oder? Ne. Es funktioniert bei denen nicht. Schade. Es funktioniert nur, wenn ich es über den Maker starte. Ja, okay. Da kann ich Strück drücken. Oder funktioniert das nur bei 2000er? Ich weiß es gar nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Nach Kryteos, oder? Ja, aber wo ist das? Nach Süden, würde ich mal sagen. Kommst du drauf? Keine Ahnung, weil da der einzige Weg ist. Dank. Oh! Geilen Heiltrank! Den ich nicht tragen kann. Wer? Weiter! Ja. Was? Ach, jetzt geht's auf einmal! Nein, Hund! Nun! Nein! ich bin Huhn der Verdammnis. Allein der komische Troll! Nein, er hat uns angegriffen! Hat uns gefunden! Boah, Feuerdetonation! Ah, sind das nicht auch Bestien? Nee, das ist das Gefüge. Gratis Gefüge. Gratis Gefüge. Boah, Hackattack! Hackattack! Das ist aber von Pokémon geklaut. Hackattack! Heile Lärm mal lieber.
Hast du noch keine Heilerin im Team? Nö, krieg ich erst nach Grütios ein. Das ist Spoiler. Und wer ist das? Wer ist das? Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Nee. Fahrt dich nicht. Warum nicht? Weil Huhn. Ist es etwa... War das Huhn nervt, geh weg! Ist es etwa... der Schlosskoch? Und dann bist du da gekommen? Keine Ahnung. Willst du das noch raten? Es passiert einfach so. Naja. Da, 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 da. Und weg mit dir. Das war's. So, und jetzt muss ich Fia nochmal das mit sicher weisen. Kraftschub. Cutscene? Was? Was? Wie weit schleudert die? Was zum? Oh, da brauche ich gar keinen. Da brauche ich gar keinen Kraftschuh. Und aus irgendeinem Grund kann ich den nicht weiter nach vorne schieben. Ja, setz Stärke ein. Irgendwie kann ich den nicht weiter nach vorne schieben. Hm. Passiert. Passiert mir auch manchmal. Ich stehe auch manchmal vorm Stein und denke, nee, keine Chance. Wieder runter. Dann wieder über die Brücke. Genau. Über die Brücke. Und... Ein Gag. Ja, der kann zaubern. Ja, okay. Sie kann unter der Map durchgehen. Da müsst du auf Wasser können. Nö, funktioniert nicht. Begehbare Schatten eigentlich, ne? Ja, aber weil Wasser. Stimmt so. Aber Wasser, ja, ist das eine Ausnahme. Da dem Wasser wahrscheinlich eine Ebene darunter, ist Wasser eine Ebene darunter platziert. Kann sein, stimmt. Wenn man das mit den Ebenen richtig macht, dann funktioniert das so. Ohne Probleme. Ja, und ich bezweifle, dass du das falsch gemacht hast. Wofür haben mir diese Steine runtergerollt? Keine Ahnung. Siehst du, sie springt drüber. Ja, klar. Sie hätte auch einfach über das Wasser springen können. Sie hätte auch einfach schwimmen können. Aber nein. Da irgendwo kommen wir rein. Wo? Mal lass mich raten. Ja. 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 Wer? Warum stehen diese ganzen leeren Kisten hier? Wer? Drogen erhalten. Geil! Geil! Gewinne. Mein Mann schläft wie ein Baby. Er hat den ganzen Tag Fangen mit unserem Sohn gespielt. Er hat ihn in die Luft geworfen, ich habe ihn gefangen. Kein Wunder, dass er das nicht mehr aushält. Okay, ich rede jetzt zum Kleinen. Ich bin schon dick. Ich habe den ganzen Tag Fangen gespielt. Ist so, gar für mich ein bisschen zu anstrengend. Ich spiele jetzt Minecraft. Na genau, deswegen spiele ich jetzt Minecraft. Den ersten 9 Jahre alt. Familie Pilz. Und das ist sein Beruf. Ja. Ich hätte vielleicht auch nicht mein ganzes Gehirntränk raushauen sollen. Weißt du was, wir machen einfach noch ein bisschen weiter, oder? Ja, wir kaufen hier noch einen. Hab irgendwie grad Bock drauf. Du auch? Wir kaufen hier, hier so 2 Dinger. Und, boah, ich brauchte 4 Eisen, denn mein leckt mich am Arsch da. Nein, Xai braucht keinen, nein, Tarasa braucht keinen. Da brauch ich 3. Und boah, für seine Holde eine Eisenrüstung und Arschlecken. Aber das geht sich schon raus.
und ich erstmal umrüste. Ja, kannst du immer das alte Zeug verkaufen. Genau! Sieht schon ziemlich scheiße aus mit so einer Schutzbrille und einem Eisenhelm drüber. Okay, wen habe ich jetzt nicht, das heißt... Ah, oh, Terrasse hatte schon Eisenschild und ich habe jetzt gekauft, ich Trottel. Yay, kannst du wieder verkaufen. Geht hast du ein bisschen Geld verschissen? Ja, Geld verschissen, Trottel. So, was okay. das Ding, was Terrasse trägt, ist eine Axt? Nein. Nö. So. Forscherkammer. Wo haben wir hier die Pistole kann ich verkaufen? Die Lederhandschuhe kann ich verkaufen, der Holzschild kann ich verkaufen, Eisschild kann ich verkaufen. Holzpanzer verkaufen. Und dann noch einen Eisenpanzer für Tapio kaufen. Weißt du, was das Blöde ist? Nein. Es gibt Waffen auch noch. Mhm. Da bist du eigentlich ganz gut bedient, denke ich mal. Ja, schauen wir mal. Warum hat der Typ blaue Haare? Die Goldachs haben weh, die Jungpistole haben weh, der Athletenpeitsche haben weh nicht drin und die ist sowieso schwächer. Das heißt, ich brauche sowieso nur die Metallklinge und die kann ich mir eh leisten. Ja. Und Moment, ich kann auch einen Holzpanzer verkaufen. Ist ja doch alles noch ausgegangen. Ist ja gut. Ja. Und das, obwohl ich so viel Geld für Tränke rausgerade. Ein Schwert für Schwertkämpfer ist es sehr hart. Sehr gute Beschreibung für ein Schwert übrigens. Ja, ich weiß. Und da ich da eins... Super Heiltrank! Ey, davon können wir zunächst mal 5 Bretter Holz kaufen. Oh nein, nicht Holz. Doch, für einen krummigen Troll ein neues Zuhause zu bauen. So, 10 Super Heiltränke, sehr schön. Weil ab hier muss ich dann eh super Heiltränke einkaufen immer. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Für 8 Minuten, dann haben wir wieder eine Stunde. Ist das nicht einfach ehrlich, mal nichts zu tun? Genau, du sagst es halt, Opa. Pythios ist die wichtigste Stadt der ganzen westlichen Region. Es ist eine Ehre, hier leben zu dürfen. Okay, alte Frau. Das ist meine alte Frauenstimme, die nicht unbedingt gut ist. Das ist ein Inn. Gasthaus! Da, boah. Gehen wir mal rein. Was steht denn hier? Das alte Leid befindet sich vor mir im Regal. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde das Buch allein vom Titel schon unheimlich. Okay, das Mädchen. Ich bin fix und fertig. Bin ich froh, mich bei dir legen zu können. Okay, dann okay, ich ziehe ich mir meinen Gürtel und... Okay, du redest den Typ hier und ich rede die Tussi. Die Tussi muss ich reden, ich habe die höhere Stimme. Okay, du. Aha, so war das wirklich. Und das ist eine alte Frau. Oh Gott. Die Arme. Und ich sage ihnen, es ist wahr. Alle sind sie von mir und meiner stärkeren Rüstung geflohen. Haha. Hahaha, Pünktchen, Pünktchen. Guten Tag, möchten Sie für 200 Cent übernachten? Nein, Bucher! Na gut, dann nicht. Okay. Guten Tag, Mensch. Tut mir leid, aber du hast nicht genug. Sehr schön. Du scheiß Arschhirtin. Irgendwann werde ich kommen und werde mich rächen mit meinen 5 Gold. Achtung, teuer. Penner. Wow, was macht denn der Typ da oben? Yeah, du! Ah, keine Sorge, ich mach nur Spaß. Ich sehe zwar aus wie ein königlicher Soldat, aber es ist anders als ihr denkt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Naja, genauer gesagt bin ich eigentlich doch einer. Aber ich schwörte meinen treuen Pyrrhus dem alten König. Der Neue ist ein furchtbarer Narr. Wenn ich doch bloß was unternehmen könnte. Wir müssen mal dringend mit dem König reden. Hilfst du uns ins Schloss zu kommen?
Ihr begebt euch in Lebensgefahr, wenn ihr euch hinter diesen Mauern rumtreibt. Das wissen wir. Das ist wirklich wichtig. Naja, mir soll's recht sein. Aber macht mir keine Schwierigkeiten, sonst rollen Köpfe. Von Schweinen. Keine Sorge. Was müssen wir tun, um über die Mauer zu kommen? Fail! Siehst du's? Ja, ich seh's. Das Freitag ist nicht wild. Oh. Bleib einfach genau dort stehen. Nein! Mach die Augen zu. Nein! Oh. Autsch, das tut weh, aber immerhin sind wir hinter der ersten Stadtmauer. Nein, lass mich wieder rein! Beim Haupteingang würden die ohnehin nicht weiterkommen, einen anderen Weg rein gibt es nicht. Nein! Lass mich rein! Ich mach euch nicht fertig! Du Arsch! Du kannst doch eh wieder da nach oben und dann nach links. Warum muss ich da mit den Typen reden, um hier rauszukommen? Hm. Nein, das ist hier weg! Wo kommt dieses Gewässer her? Und wenn ich da reingehe, bin ich tot! Warum das? Ja, ich zeig's mal. Ich sperre mal da oben auch nochmal. Dort habt ihr nichts zu suchen. Oh cool. Kommen wir wieder rein. Cool. Können wir uns hier noch umschauen. Mama sagt, der neue König sei ein Tyrann. Oh, was ist das denn eigentlich, ein Tyrann? Ein Tyrann Osaurus Rex ist das. Hochzeitpärchen. Wer willst du sprechen? Die Frau. Okay. Du hast keine Manieren. Setz dich doch mal gerade hin. Tut mir leid, Schatz. Ich wollte doch nur die schöne Umgebung genießen. Du bist eine Pussy. Das würde ich auch gerne, aber ständig sehe ich dich, wie du das schief auf deinem Stuhl sitzt. Nie denkst du an mich. Die sitzen nicht auf ihren Stühlen, die stehen daneben. Ich wollte es nur mal sagen. Mal schauen, gibt's hier noch ein Haus? Na, weil sonst wäre ja, das nicht. Sonst wäre Das eine derbe große Stadt. Muss ich sagen. Rechts gibt's noch ein so ein Café. Da. Ah ne, da waren wir gerade. Ja, das Inn. Da waren wir noch nicht drin, oder? Ne, waren wir erst noch nicht. Familie Loper. Nein, nicht die Familie Loper. Die haben Bücher im Regal stehen. Kritios, Macht des Westens sieht man hier. Wie lange wohl noch? Fahr in Urlaub, ein Genialer. Mann! Oh Gott! Dann sieht's mal wieder. Die Irren sind immer genial. Ey, du hast komische Bücher in deinem Schuh. Hoch, ich habe Besuch. Ist das peinlich? Jetzt habe ich gar nichts anzubieten. Doch. Doch. Dein Körper. Dein Körper. Und dein Blut. Und deine Titten. Ey, das habe ich nicht gesagt. Körper. Oh, guck mal, da unten ist noch einer. Diese Stadt hat in der Vergangenheit schon viele Wandel durchlebt. Ich weiß, dass da schon seit ich ein kleines Mädchen war, hier lebe. Wo? Ich war früher kein Mädchen. Warte, was? Familie Jake. Jake! Sie haben Bücher. Wissen macht hungrig. Wird sich hier finden. Mann. Hör auf hier zu lesen. Vergreifst dich immer an fremden Sachen? Steht hier. Ich fühle mich irgendwie angesprochen. Glaubst du, etwas Ungerechtes zu tun? Also, eigentlich nicht, nein. Das klang nicht aufrichtig. Nun, wenn du mich so direkt fragst, ich meine, wir lesen doch bloß. In fremden Büchern. Ja, so wirklich. Du perverser pädophiler Dreck, das ist wie ein Bruch der Privatsphäre. Wirklich, so schlimm, aber wir lesen doch bloß. Meine liebe Lalea, genau genommen bist du jetzt, die sich die Bücher alle schnappt, um darin zu lesen. Also, ich will das nie tun! Was soll diese Standpauke? Ihr seid doch selbst neugierig! Oh, nicht neugierig! Oh nein! Ihr seid doch selbst neugierig! Tun! Ich hab mich doch wohl davon abgehalten!
Du musst lernen zwischen Licht und Unlicht zu unterscheiden. Nur so bildest du eines Tages ebenso weise wie ich es bin, der weiße El Tapio. Du bist meine Frage ausgewichen. Ein wahrer Tempel der Gerechtigkeit weiß stets, wie er sie zu verhalten hat. Genau das macht ihn ja zum Helden. Der hört gar nicht mehr auf. Und was ist denn Held? So ist denn natürlich ein Kämpfer der Gerechtigkeit. Sieh mal, ich glaube, er spricht gar nicht mehr mit uns, sondern er schwafelt bloß vor sich hin. Hey, heißt du Roxas? Oh nein, das Gespräch mit Jan. Nee, der hört sich wohl ganz selbst reden. In diesem Fall ist es das Beste, ihn einfach zu ignorieren. Früher oder später hört er schon auf. Zum Beispiel jetzt. Und jetzt machen wir das, was man immer der Fickles macht. Temposaat erhalten. Man plündert Leute aus. Der Dialog war ja gerade echt cool. Ich fühle mich schon viel besser. Ja. Hey Chippy, wie geht's? Ich bin froh, hier leben zu dürfen. Hier ist man wenigstens vor dem niederen Abschaum der Außenwelt geschützt. Ich bin Abschaum aus der Außenwelt. Hey, du Abschaum. Okay, ich gebe jetzt mal, waren wir hier drin schon? Nein, glaube ich nicht. Dann gehen wir da noch rein. Familie Könhof. Dann gehen wir da noch rein und dann mach mich Schluss. Bücherregal. Götter, Feen und Boris. Heißt das Buch, was hier steht? Boris. Manchmal frage ich mich, wie die Leute auf die Titel ihrer Bücher kommen. Das frage ich mich auch. Manchmal frage ich mich, warum Betten nicht an der Wand stehen. Ein Buch mit dem Titel Das Wasser. Wichtig. Merken. Ich glaube, dass die Eltern heutzutage nicht mehr hart genug durchgreifen. Es ist doch immer wieder dasselbe. Denn dieses Wasserbuch gibt dann, wenn wir unseren Wasserelementargast haben, und unser Wasser mitgeht, den nämlich in Boost. Mein Papa hat gesagt, ich soll heute nicht mehr weggehen, weil er schon viel zu viel Spaß gehabt hätte. Oh nein, sie hat schon viel zu viel Spaß gehabt. Stimme war ja noch höher als die von der AWR. Was zum? Aha. Kein Kind immer. So, ich glaube, jetzt waren wir überall. Ja, glaube ich auch. Wir hier oben schauen, hier müsste... Ey, das Mädchen hatten wir noch gar nicht, oder? Ah, wir waren auch nicht bei der Familie Kuni, waren wir auch noch nicht. Lass mich in Ruhe, ich darf nicht mit Fremden reden. Oder mein Papa verhaut mich. Euch. Und das schaue ich mir an. Mit dem Papa werde ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Oh, Bücher. Wo ist der Papa? Bist du der Papa? Mein Sohn glaubt, ich faul, immer faul jetzt irgendwo in der Stadt, statt mir mal beim Haushalt zu helfen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann. Okay. Das sieht man wieder. Der Papa verhaut mich. 100 Pro. Das würde ich auch zu meinem Ehemann sagen, wenn ich einen hätte. Das würde ich auch sagen, wenn komische Leute ganz einfach so in meine Wohnung kommen. Dawn of Seasons heißt das Buch, welches hier zu finden ist. Wäre gut, das mal weiterzulesen. Wer ist El Dovi? Das sieht man hier. Gute Frage. Das sind doch diese berühmten Autoren. Theo Lindemann, die Biografie, schmückt das Regal. Ein Meister seines Fachs. Kennst du den? Sagt mir was. Gut, ich glaube, jetzt waren wir überall. Ja, ich hoffe's. Oder? Waren wir da? Waren wir da noch? Da schauen wir noch. Familie Rinnen. Okay, da waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht, Herr Rinnen. Oh Gott. Nichts Interessantes. Masochisten und Sadisten steht hier rum. Oh Mann! Chenchi! Gesundheit. Wer zum Teufel wohnt hier? Das überprüfen wir gleich mal. Offensichtlich ein Mensch mit klaren Vorstellungen. Wie meinst du das denn? Das wirst du verstehen, wenn du älter bist. Da entwickelt jeder seine besonderen Vorlieben. Ich stehe auf. Wie du meinst, ich brauche hier sowas jedenfalls nicht. Die wohnt hier. Ey, warum hast du solche Bücher im Regal? Ich bin froh, dass mein Sohn nach draußen gegangen ist, um zu spielen. Man hat es ja nicht erreicht als alleinerziehende Mutter. Na, da sind wir alleine. Haus. Was ist mit der Küche? Warum schlafen die einzeln? Weil die haben Matten. Nee, das ist das Zimmer vom Sohn da drüben. Und da wohnt sie. Sie hat gesagt, sie ist alleinerziehende Mutter.
Achso. Zum Windmann. Ja, der Mann ist nur, die kommen ab und zu mal. Waren wir da schon? Ja, hier waren wir schon, das alte Mann, jetzt gleich. Jetzt waren wir überall. Jetzt waren wir gerade schon mal. Weil wir wirklich irgendwas vergessen haben. Ist traurig, was aus Grythios geworden ist. Seitdem der Prinz auf dem Thron sitzt, müssen wir uns täglich Qualen über uns ergehen lassen. Tun. Ja, und sonst, falls wir irgendwas vergessen haben, können wir das eh nächstes Mal noch nachholen. Die Laternen sehen etwas fragwürdig aus, ich wollte es mal sagen. Verdächtig! Na egal. Das war's für heute mit Let's Play Elements Destiny. Destiny! Ancient Chuck! Nein, Ancient Pause. Okay. Mit Mauszeiger auf Doom. Der muss heute noch dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Und tschüss. Tschüss.